Muss ich der Motor der Dunstabzugshaube immer im selben Raum befinden wie die Dunstabzugshaube? Oder gibt es hier alternative Lösungen? Ja, und wenn es alternative Lösungen gibt, welche Vor- und Nachteile haben diese? Diesen Fragen gehen wir in diesem Video nach und dabei wie immer viel Spaß. Herzlich willkommen bei Frage und Antwort am Mittwoch von und mit Küche gut, alles gut. Heute widmen wir uns dem Thema Dunstabzugshauben. Und Dunstabzugshauben haben ja bekanntlich immer eine Motoreinheit, damit sie natürlich auch funktionieren. Und jetzt ist die spannende Frage, wenn wir den Motor an der Haube direkt dran haben und im Raum selber haben, wie ist dann die Geräuschentwicklung und was gibt es für Alternativen? Kann ich denn mit einer externen Motoreinheit das Geräusch nach außen verlagern oder halt in einen anderen Raum verlagern? Natürlich geht das, funktioniert bei Kochfeldabzügen, funktioniert wie in unserem Fall bei Deckenlüftern oder auch ganz klassischen Hauben. Das Ganze natürlich nur bei Hauben, die einen Kanalanschluss haben, weil das ist die Bedingung. Mit einer seilabgehangenen Haube kann das natürlich nicht funktionieren, weil wenn der Motor davon getrennt ist, muss er irgendwo die Luft lang gehen. Also wichtig, ihr braucht immer eine Haube oder ein Lüfterelement, was einen Kanalanschluss hat. Ja, und der Vorteil, wie schon gesagt, ist, dass das Ganze natürlich aus dem Raum genommen wird. Ihr eine ganz andere Geräuschentwicklung im Raum habt. Besonders interessant, wenn es gerade wie hier in unserem Beispiel um Wohnküchen geht. Damit kann man halt wirklich die Geräuschkulisse stark reduzieren. Und dann habt ihr das Ganze natürlich außerhalb des Raums, am besten natürlich mit einer Abluft. Und dann müsst ihr noch das eine beachten oder zwei Dinge beachten. Und zwar einmal, dass der Lüfter und der externe Motor von einem Hersteller ist. Also da müsst ihr gucken, ob der Hersteller euch externe Motoren anbietet. Und das andere ist, dass ihr dann natürlich euch anschauen müsst, welche Kanallänge habt ihr. Das ist natürlich dann an der Stelle auch ein Stück weit ein Nachteil, weil wenn ihr einen langen Kanal habt, kann es zu Problemen kommen. Und wenn der Kanal zu viele Winkel, zu viele Richtungswechsel hat, dass natürlich auch dort der Luftstrom unterbrochen wird und es zu Verwirbelung kommen kann und dann natürlich die Effektivität nachlässt. Ja, und wenn der Kanal einfach zu lang ist von der Strecke, dann empfiehlt es sich dann dort mit zwei Motoren oder mehr Motoren zu arbeiten, je nachdem wie lang das ist. Aber da findet ihr dann auch die entsprechenden Informationen immer von dem Hersteller. Ja, wie das Ganze praktisch aussieht, das schauen wir uns einfach mal hier in unserem Beispiel an und dazu gehen wir auf den alten Heuboden. Jetzt sind wir oben auf dem alten Heuboden angekommen. Der Boden wird gerade saniert, hinter uns von der Heizungsanlage das Pelletlager. Wie gesagt, wird alles gerade noch aktuell umgebaut. Wir haben hier ein Zwischenkammergebläse, das heißt, das Gebläse befindet sich in einem anderen Raum, aber noch im selben Gebäude. Und das Ganze könnt ihr aber auch bauen mit einem Außenwandgebläse, das heißt, der Motor befindet sich dann außerhalb des Gebäudes. Wir haben hier jetzt die Situation, dass von unserem Haubenkörper ein Rundrohr durch die Decke nach oben geht in die Gebläseeinheit und dann von der Gebläseeinheit weg zur Außenwand. Und wir haben hier einen Abstand von ca. 2 Meter zur Außenwand. Und wenn der Boden fertig saniert ist, wird dann auch der Wandanschluss für die Abluft dann auch fertig hergestellt. Das befindet sich aktuell noch hier im Bau. Ja, und so sieht das Ganze praktisch aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter in die Wohnküche. Ja, wer von euch diese Küche jetzt noch nicht kennt, die Empfehlung über die Infokarte, da kommt ihr dann direkt zu der Küchentour, zur Vorstellung der Küche. Und ja, apropos Vorstellung der Küche, Vorstellung von Küchentechnik. Unsere passenden Videos findet ihr über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.